Hallo, du hörst den Podcast Lass dich nicht abzocken. Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Das Thema: Die EZB will das Einlagensicherungssystem abschaffen. EZB, das ist die Europäische Zentralbank. Und Einlagensicherungssystem, Moment mal, da wird dem einen oder anderen einfallen, da gibt es doch was. Es gibt doch irgendwie ein Einlagensicherungssystem bei meiner Bank. Wenn ich nämlich Geld doch liegen habe, ist dieses Geld doch mit 100.000 Euro garantiert abgesichert, oder? Ja, eine solche Regelung gibt es. Was ist denn da abgesichert? Lassen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, denn da gibt es sehr viele Ungereimtheiten und sehr viel Unwissenheit, was ich immer wieder feststelle bei meinen Beratungen. Wenn du deiner Bank Geld gibst als Girogeld, Tagestermingeld, als Sparbuch, als sogenannte Namensschuldverschreibungen, dann ist dieses Geld laut Versprechen der Bank gesichert mit 100.000 Euro und zwar pro Konto. Das heißt also, wenn du 300.000er liegen hast bei deiner Bank in diesen Anlageformen, sind nur 100.000 Euro abgesichert. Nicht geschützt sind Einlagen in anderen Währungen, das heißt also, du hast ein Dollarkonto oder australische Dollar, Inhaberschuldverschreibungen, Anlagezertifikate, Genussrechte und Genussscheine sind nicht geschützt. Wie sicher ist denn das Geld, das du jetzt dort liegen hast? Lass uns das mal im Folgenden ein wenig genauer anschauen. Zuerst einmal gibt es keine Informationen, wie groß der sogenannte Sicherungstopf ist. Auch, dass dieses Geld vom Staat garantiert sein soll. Nein, der Vater Staat garantiert dieses Geld nicht, sondern deine Bank garantiert dir das. Deine Bank, wo du das Geld liegen hast. Es ist aber nun sehr, sehr schwer, überhaupt an die Informationen ranzukommen. Eine Recherche von Dirk Müller, bekannt, dem einen oder anderen bekannt als Mr. Dax, hat ergeben, dass keine Daten zur Verfügung stehen, wo man genau nachschauen kann, wie viel hat deine Bank an Sicherheit dort liegen. Du musst dir vorstellen, du hast 100.000 Euro eingezahlt. Dieses Geld hat die Bank ja nicht barcash dort liegen, sondern es wird auf einem Konto gebucht. Das ist sogenanntes Buchgeld oder Giralgeld. Die Bank geht nämlich hin und verleiht dieses Geld weiter. Es ist also eine Position auf einem Konto. Da Dirk Müller keine Zahlen bekommen hat von den Banken, auch auf Anfragen nicht, auch im Netz nichts recherchieren konnte, hat er eine persönliche Schätzung gemacht und kommt zu dem Ergebnis, dass von den 100.000 Euro, die die Bank sagt, die sichere ich dir, lieber Kunde, ab, nur 3.000 Euro tatsächlich an Geld hinterlegt ist. Das heißt, lass dir das doch auf der Zunge zergehen, pro 100.000 Euro sind lediglich 3.000 Euro an Geld vorhanden. Sprich 97%, 97.000 Euro sind nicht mehr bar Cash vorhanden, sondern nur auf dem Papier. Und dann kommt noch hinzu, die EZB, die Europäische Zentralbank, will das Einlagensicherungssystem abschaffen. Europa lässt grüßen, es wird hier immer mehr und mehr reguliert. Dass das System der Einlagensicherung eigentlich bei einem Zusammenbrechen mehrerer Bankhäuser nicht mehr funktionieren kann, dürfte jedem mittlerweile klar geworden sein, spätestens seit 2008. Ihr erinnert euch, da war die Lehman Brothers Krise, da war die Finanzkrise weltweit, was zu dem Zusammenbruch des Geldsystems beinahe geführt hätte. Manch einer erinnert sich noch daran, als die Kanzlerin Merkel mit dem Herrn Steinbrück, das war der damalige Finanzminister, wie Patt und Patter schon vor der Kamera standen in 2008 und haben gesagt, Leute, das Geld auf den Banken ist sicher. Gott sei Dank haben sie das gesagt, denn das bewirkte, dass jeder sein Geld auf dem Konto gelassen hat und nicht versucht hat, es abzuheben. Dann wäre nämlich aus meiner Sicht die Stunde der Wahrheit gekommen. Was nun hat die EZB vor? Die EZB unterbreitet momentan einen Vorschlag, dass Kontoinhabern nur während einer festgelegten Transaktionsphase ein eingeschränkter Zugang zu den Kontengeldern auf Anfrage eingeräumt wird. Und zwar, um die Lebenshaltungskosten
zu begleichen. Das heißt, es ist angedacht, dass du lediglich so viel Geld runternehmen kannst, dass du deine Lebenshaltungskosten begleichen darfst. Abgesehen davon, wer legt überhaupt den Betrag fest, wie viel Lebenshaltungskosten du brauchst? Da kommt einer mit 300 Euro aus im Monat, der andere braucht 3000 Euro oder mehr sogar. Ist das schon ein Witz als solches, etwas überhaupt sich zu überlegen? Typisch Politiker, die nicht mehr wissen, was draußen vor sich geht. Ich finde so etwas ganz verwerflich und furchtbar. Und ich denke mir, du wirst das genauso sehen, wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt. Damit wollen die Banken, sprich die EZB, verhindern, dass im Falle einer Finanzkrise alle Anleger die Banken stürmen, ihre Konten leer machen wollen und die Stunde der Wahrheit kommt und jeder Anleger sieht, ach, das Geld ist eigentlich gar nicht mehr auf dem Konto da. Und selbst die 100.000 Euro, die versprochen sind, dass ein Institut das für seinen Geldeinleger gesichert hat, ist aus meiner Sicht nicht mehr vorhanden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Griechenland-Krise. Da waren im Fernsehen Bilder zu sehen, wo Leute vor den Banken Schlange standen. Da gab es sogenannte Bankenfeiertage, um zu verhindern, dass zu jeder Zeit die Griechen Geld abheben konnten. Sondern die durften nur zu bestimmten Zeiten an den Geldautomaten und nur eine bestimmte Summe abheben. Das ist im Prinzip ja, die Blaupause für das, was die EZB sich jetzt ausgedacht hat. Ein Schelm, wer da denkt, mein Geld ist sicher und die Banken sind auf meiner Seite. Also denk genau darüber nach, wie viel Geld hast du auf deiner Bank liegen? Mit Sicherheit sollten es nicht mehr als 100.000 Euro sein. Klar, das ist für manche ein sehr, sehr viel Geld und er hat es nicht auf der Bank liegen. Es gibt aber auch viele Selbstständige oder auch Leute, die Häuser verkauft haben und Unternehmens verkauft haben, die dann wesentlich mehr Geld dort liegen haben oder die Steuernachzahlung für mehrere Jahre leisten müssen. Da kommen schon mal schnell Summen über 100.000 Euro zusammen. Also ändere deine Strategie und sichere dein Geld. Das war's zu dem Thema Einlagensicherung. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse steht unten in den Shownotes. Ich freue mich übrigens über eine positive Bewertung bei iTunes, möglichst mit 5 Sternen, denn das zeigt, dass ich meine Arbeit gut mache und dass ich weiterhin weitere Podcasts für euch drehen kann. Und sagt mir bitte auch, welche Themen euch speziell interessieren. Gerne nehme ich diese Themen auf und auch Fragen, die ihr mir stellt, werde ich in zeitlichen Abständen immer wieder mal zusammenfassen und beantworten. In dem Sinne, macht es gut und lernt und lebt und plant eure Finanzen. Euer Holger.